Ja, letzte Woche hat sich bei meinem Roomba in der Seitenbürste ein Kabel verfangen und seitdem geht der Motor bzw. Seitenbürste nicht mehr richtig. Und wem das passiert, keine Panik, dafür gibt es Ersatzteile im Internet zu bestellen, hat jetzt 40 € gekostet und in dem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die Seitenbürste wechselt. Dazu drehen wir den Roomba einfach mal auf die Rückseite. Um den Motor zu wechseln, müssen wir zuerst die Bodenplatte abnehmen. Man braucht einfach nur einen Kreuzschraubenzieher. Es gibt vier Schrauben am Boden, hier, hier und hier, und die lösen wir jetzt einfach mal. So, nachdem das getan ist, lösen wir noch die Schraube von der Seitenbürste. Dann ab und dann können wir die Bodenplatte hoffentlich noch abnehmen. Der Motor ist mit zwei Schrauben befestigt, hier und hier. Die sind etwas kleiner, da braucht man eventuell dann einen kleineren Schraubenzieher. Dann kann man den Motor auch schon rausnehmen. Und das ist der neue Motor, der kommt auch mit einer neuen Bürste. Kostet so um die 40 € im Internet. So, jetzt setzen wir den neuen Motor einfach ein. Nehmen wieder fest. Dann einfach die Bodenplatte wieder drauf und die auch wieder verschrauben. Dann die Seitenbürste noch anbringen. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt müssen wir es nur noch testen. So, jetzt wird spannend. Der Test. Einschalten. Und los geht's. Wie man sieht, Seitenbürste geht wieder, Roomba repariert. Das war's auch schon.